Einen wundervollen guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zu einem weiteren Ersteindruck. Heute wieder ein Spiel von euch, habt ihr vorgeschlagen. Und zwar Islets. Islets ist ein Game, das kommt... Controller sollte man benutzen. Hollow Knight Senna. Es ist wieder ein weiterer... wundervoller... Hollow Knight Waiting Room. Okay, ist ein Hollow Knight Waiting Room. Was können wir hier machen? Wir sind erstmal so eine Maus. Wir können jumpen, wir können double jumpen. Wir können auch so einen Schuss nach unten machen. Das ist quasi ein Upgrade, das wir bekommen haben. Und ihr seht es, ist ein Metroidvania. Ist ein Metroidvania. Wall Jumps und all die guten, schönen Sachen, die ihr quasi aus solchen Spielen kennt, sind da mit einigen... ja, Besonderheiten, will ich mal sagen. Ich war ein bisschen irritiert von dem Game, als ich angefangen habe. Denn du kriegst hier sogenannte Upgrades. Die werden wir jetzt auch gleich suchen und finden, natürlich. Na? Und diese Upgrades haben mich zuerst drauf kommen lassen, dass das Game wie so eine Art Roguelike oder sowas ist. Aber ist es gar nicht, okay? Es ist, ist auch kein Souls-like. Auch diese Kategorie haut überhaupt nicht hin. Es ist einfach nur ein schöner, kleiner Plattformer, aber finde ich hier jeden Cent wert. Also wieder ein sehr günstiges Game, ich glaube wieder 10, 12 Euro oder so. Also super, super verhalten, super entspannt. Ihr habt hier Schläge, ihr könnt diese Schläge dann verbessern durch besagte Upgrades. Ihr habt noch Pfeil und Bogen. Pfeil und Bogen sehr, sehr nützlich, ne? Ist einfach nur ist eine Ranged Weapon. Wir haben jetzt auch schon ein, zwei Mal upgradet, dass wenn wir Pfeile verfehlen, wir die instant wiederkriegen. Ganz nützlich. Man kann im Laufe des Spiels dann auch Wall Jump und Double Jumps, wie gesagt, freischalten. Auch ein Boden-Attack gibt es dann. Und natürlich klassische Dinge wie Bosse. Also all die guten Sachen, die man sich von einem solchen Spiel wünscht. Die Upgrade-Mechanik, wie gesagt, das ist... Oh, warte mal, da ist was. Hold up. Wait a minute. Die Upgrade-Mechanik ist auf jeden Fall etwas super Besonderes. Das bedeutet, man hat ja keine Level oder sowas. Und rechts oben könnt ihr schon ein gewisses Material sehen, das wir sammeln. Na, solche Essenzen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und die sind natürlich entsprechend nützlich. Eine Sekunde. Da oben ist noch eine Lücke. Ah. Ja, da kann ich noch nicht hin. Okay, also ich hab richtig gedacht. Diese Essenzen sind dann quasi später wichtig, wenn ihr mehr oder weniger das Level in Anführungszeichen verlasst. Die Geschichte selber ist ganz cute. Es gab mal vier schwebende Inseln. Diese wurden, die sind quasi aufeinander kollidiert. Und das war kein katastrophales Ereignis, sondern genau das Gegenteil. Es war etwas sehr, sehr Schönes. Na, das heißt, die Inseln haben sehr gut miteinander harmoniert, synergiert, könnte man auch sagen. Und irgendwann hat man sich gedacht, damit das so bleibt, machen die Bewohner da super krasse Energiekerne rein. Damit die Inseln magnetisch zusammengehalten werden. Besagte Magneten sind in Vergessenheit geraten, dann quasi irgendwann deaktiviert wurden und die Inseln sind wieder auseinandergedriftet. Die Leute haben es dann nun quasi aufgemacht oder senden jetzt regelmäßig Krieger aus. Ich bin einer so einer Krieger. Die versuchen, diese Kerne wieder zu aktivieren. Na, es gibt dann entsprechend auch Monster. Hier auch eine coole Game-Mechanik. Na, wir können diese Punkte angreifen und kriegen dann entsprechend die Möglichkeit zu dashen. Genau, also diese Kerne muss man zusammentüten. Das bedeutet, ihr seht jetzt schon, dass die Karte in drei Teile unterteilt ist, ganz grob. Also ihr seht jetzt auch die drei Punkte. Das ist quasi die Main-Karte. Zu der kommen wir dann auch später. Der Himmel. Ja, denn, wie gesagt, alles findet hier quasi in einem schwebenden Zustand statt. Befindet sich in einem schwebenden Zustand. Bezogen auf die Game Mechanics, die man... Oh, shit. Die man hier so findet, ist ganz cool. Also wirklich sehr, 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 sehr cute auch gemacht. Gefällt mir an sich wunderbar. Ist sehr einfach gezeichnet, ne? So ein bisschen comichaft. Und dann findet man regelmäßig hier quasi... so Secrets auch und mit entsprechenden Upgrades. Ich habe schon sehr viele Upgrades bekommen, also Waffenstärke, höhere Feuerrate mit den Pfeilen, mehr Pfeile und so weiter und so fort. Und irgendwann wird mir nur noch das hier vorgeschlagen. Wir nehmen aber natürlich erstmal alle RPG-igen Dinge. Oh, halb geschafft. Halb? Wow. Okay, ich hätte gedacht, ich hätte jetzt schon viel mehr. Aber so ist es nicht. Upsala. Das
war kein guter Jump. Genau. Also diese Upgrades haben sich am Anfang des Spiels ein bisschen komisch angefühlt und wirkten wie so ein leichter Bait. Ja, aber ja, diese Ressourcen auf jeden Fall da rechts oben kann man dann später in der Stadt ausgeben und dann noch mehr Sachen einfach verbessern. Na, du kannst noch mehr Damage machen, mehr Maximal-HP. Und ich habe mir für ganz viel Geld oder Seelen oder was das auch immer sind, Upgrades gegönnt, die mir diese Dinger da auf der Karte anzeigen. Ich kann jetzt natürlich jetzt dort nicht hin, ne? Ist ein offensichtlicher Backtrack in dem Moment. Und ich brauche da quasi eine neue Fähigkeit. Das heißt, wir gehen jetzt zuerst mal zu einem Teleporter und dann schauen wir. Die Bosse hier sind auch ganz cool gemacht. Also man muss viel ausweichen. Man hat ja so eine klassische Hechtrolle. Kein Parry leider. Kein Parry ist schon fast schon ein Verbrechen. Ne? Aber gibt es hier nun mal nicht. Ist auch in Ordnung. Ist natürlich nicht in Ordnung. Muss man halt durch. Die Rolle aber sehr, sehr schön. Sehr schöne, sehr, sehr smooth Animation auch. Ich lasse mich jetzt hier gerade treffen, weil wir werden jedes Mal hochgeheilt, wenn wir quasi an dem Bonfire sind. Und ich weiß ja, dass er eins ist. So, das heißt, wir heilen uns. Wir laufen jetzt hoch, gehen noch zu einem Teleporter und da zeige ich so ein bisschen euch die coolen Mechanics, ich mal sagen. Also, es ist so ein kleiner Silksong Waiting Room. Die Steuerung ist sehr, 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 sehr smooth. Das ist mir bei solchen Spielen mit Abstand das Wichtigste. Wir haben nicht diese Mobilität, die man von Hollow Knight kennt. Also, da ist der also Hollow Knight setzt da natürlich auf die Mobilität so ein kleines bisschen mehr. Hier ist hingegen eine etwas süßere Geschichte. Na, man hat hier dann so ein paar Side-Charaktere. So ein abgehobener Typ, der so ein Bonze, würde ich mal sagen. Die auch so ein besseres Luftschiff und so hat als ich. Aber er immer so denkt, der hat alles gelöst. Ne? Der geht irgendwie schlafen, wacht auf, die Insel haben sich bewegt. Da habe ich wohl krass geschlafen und sowas. Ist, ja, ist cute. Ja, ist auf jeden Fall cute. So, wir gehen jetzt raus aus dem Laden. Und zwar zeige ich euch jetzt noch den anderen Teil des Games, der mich auf jeden Fall positiv geflasht hat. Und zwar diese kleinen Luftschiffe hier. Nein, wir sind ja hier im Himmel. Und das sind jetzt die drei Welten. Ich habe jetzt quasi schon so weit gespielt, dass ich drei Regionen miteinander verbunden habe, die dann auch quasi untereinander betretbar sind. Und als ich das zum ersten Mal hier gemacht habe, habe ich dann festgestellt, holy shit, ich habe ja hier noch eine ganze Flugwelt, die Luftstadt quasi vor mir. Hier kann ich verschiedene Dinge tun. Besagte Upgrades sind möglich, also wirklich dauerhaft meine Dinge verbessern, wie zum Beispiel hier nochmal maximales Leben. No, ist eigentlich ganz nice. Und dann gibt es hier so praktische Dinge. Na, das bedeutet, hier habe ich zum Beispiel meine Karte abgegradet. Und dann ist auch eine Mechanik dabei, die mir persönlich sehr gut gefallen hat. Genau, wir können auch schießen. Na, wir können, und wir kriegen hier E-Mails. Das ist natürlich auch ein wichtiger Faktor. Gut gemacht. So, ich habe ein Geheimversteck, das ich gefunden habe. Aber du bist noch nicht fertig. Um weiterzukommen, musst du die über 1000 Bestien suchen und den Schlüssel außer Reichweite bringen. Okay, ja, das werden wir auch noch irgendwann tun. Coole Idee des Spiels, also wie gesagt, ich achte aktuell drauf, dass es so kinderfreundlich ist und das ist halt sehr nice gemacht. Das bedeutet, du kannst den regelmäßig fragen und für einen geringen Obolus gibt er dir den Hinweis darauf, was du als nächstes tun sollst. Na, das heißt, wenn du keine Ahnung hast, sagt er dir, yo, mach jetzt bitte dies und jenes. Das bedeutet, wir können jetzt hier zu einer anderen Insel fliegen und das werden wir entsprechend jetzt auch tun. Das heißt, ich muss jetzt hier noch so ein bisschen noch erkunden, weil ich habe eine neue Fähigkeit bekommen. Das hier nämlich. Und das Durchschießen habe ich noch nicht gemacht bisher. So. Bosse spielen natürlich eine sehr, sehr große Rolle in dem Spiel. Das ist der Hakenbot. Den habe ich noch nicht gesehen. Na, aber das Coole ist, am Luftschiff, das Luftschiff schießt und trifft automatisch. Aber je näher ich dran bin, desto mehr Damage oder desto schneller ist die Feuerrate. Ausweichen ist ein Thema. Der kleine rote gepunktete Kreis bei mir ist übrigens meine Hitbox. Na, ich muss also jetzt nicht so doll drauf achten. Aua. Dass meine Propeller oder sowas getroffen werden, sondern es ist hier schon. Oho. Ja, man muss halt ein gewisses Muster dann erkennen. Und es fühlt sich auf jeden Fall sehr, sehr smooth an. Wie gesagt, bei solchen Spielen, diese leben halt von der Steuerung. Eine gute Story dann noch an den Mann oder die Frau zu bringen, auch ganz nice. Alter. Unangenehm. So, ihr seht es, wenn ich weiter weg bin, bin ich zwar sicherer, aber die Feuerrate nimmt ab. Was ich ganz cool finde, also so ein High-Risk, High-Reward Playstyle feiere ich ja grundsätzlich sehr.
So, der will wieder auf mich. Eieiei, jetzt hat er nochmal gegriffen. Das hat mich jetzt ein bisschen doch confused. Aber wir haben ihn gleich. Sehr gut. Okay. Ich bin natürlich ein krasser Spieler. Ich spiele ja auch, glaube ich, auf dem zweitschwierigsten Mode oder sowas. Also es gibt ja noch verschiedene Schwierigkeiten, aber das war auf jeden Fall für mich sehr, sehr süß. Das Game ist einfach ein Cutie. So, das heißt, wir haben jetzt hier eine neue Welt. Na, man sieht es. Zack. Das heißt, diese Insel können wir jetzt nun auch betreten. Kriegen dann meistens... Ah. Hallo, Iko. Das ist mein Assistent Goba. Also ich muss mir nach Hilfe nach Transport den ganzen Beute umschauen. Ich habe eine Idee. Vielleicht kannst du Gobas Assistent werden. Irgendwo muss man anfangen, richtig? Sehr schön. So. Ja, der ist auf jeden Fall sehr glücklich. Geheimnisse sind hier ein Thema. Das heißt, immer wieder irgendwo hochklettern. Würde ich empfehlen. So, dann haben wir hier ein Portal. Das Spiel macht das sehr, sehr nett, dass sie diese Portale auch ziemlich groß, nicht super großzügig verteilen, aber zumindest schlau genug. Auch sehr schön gemacht. So portalmäßig. Oh mein Gott. Okay, also eine neue Spielmechanik kommt jetzt hier noch rein. Da bin ich natürlich sehr, sehr glücklich, weil viele andere Sachen habe ich euch schon gezeigt. Okay, da geht's zu dem Wald. Gucken wir uns gleich alles noch genauer an. Ja, und für mich halt sehr, sehr schön. Also, wie gesagt, nach wie vor bin ich ja Hollow Knight süchtig. Das ist auch quasi so eine kleine Fee oder sowas. Die kleine Hinweise gibt. Komm in meinem Garten. Ich sammle selten einzigartige Pflanzen von der Insel. Folge mir und ich führe dich schnell rum. Das ist die kleinste Blume der Insel. Ich schätze, sie ist ungefähr 150... Oh Gott, das ist eine ganz schlechte Einschätzung. Ich könnte nachmessen, aber das würde dich spannend zu stören. Machen wir weiter. Das ist ein Fels. Na, eigentlich ist es keine Pflanze, aber können Sie fern. Das ist ein Fels, ich weiß nicht mehr. So, das ist ein einfaches Blatt. Ich habe ein Gesicht drauf gemalt, damit es freundlich an einen Land hat. So, das ist eine Pflanze früher gegeben. Okay, ist besonders traurig für mich. Na, Pflanze ist eher ein guter Freund. Aber die Hauptattraktion, wie du siehst, bitte bringen sie zurück. Okay, das kann ich machen. In diesen Stellen wurde noch nichts gepflanzt. Wenn du hier einen Samen findest, bringe sie her, damit ich sie einpflanzen kann. Oh, das ist ja krass. Aber hier konnte ich was machen. Lull. Okay, wir haben noch den Pounce Attack. Es gibt so Gräber, wo sich diese Pounce Attacks gelohnt haben. Aber hier anscheinend nicht. Na gut. Also ich werde nach Pflanzen auf jeden Fall Ausschau halten. Ob ich das schaffe, weiß ich nicht. Ich kann doch nicht sagen, ob es in dem Game einen Triple Jump gibt. So, hier ist zumindest der Speicherort. Das ist schon mal gut. Seht ihr das? Das meine ich. Das ist die Klüsen. Ihr müsst die Klüsen die ganze Zeit aufhaben. So, wir machen mehr Nahkampfschaden. Leute, Damage. Oh, das sieht unangenehm aus. So, wenn man Gegner tötet, haben wir übrigens etwas freigeschaltet, dass sie sogar explodieren. Sehr, sehr nützlich. Und es ist ein gewisses Auto-Aiming da. Also, die Winkel werden nicht super scharf. Also, es klappt jetzt nicht perfekt. Oh. Ah, shit. Okay, das müssen wir nochmal machen. Ah, stimmt. Ich kann ja da rein. Nee, das muss man nochmal machen. Nochmal raus. So. Also, manchmal gibt es solche kleinen Quests, die ich hier nicht verkacke, sondern tatsächlich halbwegs sinnvoll mache. Und dann werden wir ebenfalls mit Rewards belohnt. Ich versuche erstmal die ganzen Combat Rewards zu nehmen. Weil Kohle brauchen wir auch. Ich weiß nicht, wie hoch die Upgrades gehen. Na, Gegner, ihr seht es schon, spawnen natürlich in gewisser Regelmäßigkeit wieder. Pfeile sind nicht unendlich, nicht direkt. Das bedeutet, wenn ihr Pfeile verschießt, dann müsst ihr euch wieder prügeln. Ein Schlag ist dann ein Pfeil. Nur, also eigentlich ganz cool gemacht. Also ganz solide. So, einige Dinge müssen nicht kompliziert sein und einfach schön zu sein. Und generell ist das, glaube ich, so ein 2-3-Mann-Projekt oder so. Also es ist wirklich ein Game, wo ich auch viele E-Mails kriege. Hey, Maxim, kannst du mal das und das testen? Also hier gab es keins. Hier, das wurde mir aus dem Stream-Chat vorgeschlagen. Aber es ist für viele Indie-Game-Companies etwas sehr Angenehmes. Ha. Oh.
Okay, okay, das ist ein Trampolin. Okay, jetzt verstehe ich's. Die sich natürlich freuen, wenn Games irgendwie an Bekanntheit gelangen. Steam macht da schon grundsätzlich keinen schlechten Job. Du bist ja hypernervig. Frage ist, habe ich jetzt Samen bekommen? Nee. Ja, und einige Geheimnisse sind natürlich sehr auffällig. Also mittlerweile springe ich trotzdem gegen jede Wand, einfach aus Prinzip. Aber hier so eine Abstufung, die erstmal purposelos wirkt, ist ja schon mal komisch. Ja, die Dinger schießen wir mal ab, bevor die uns Stress machen. Zack. Und die Steuerung, wie gesagt, sehr, sehr smooth. Also mir gefällt das absolut. Und das ist so das Wichtigste. Genau. Und sonst gibt es bisher nicht viel zu dem, also nicht viel anderes zu dem Game jetzt zu erzählen, habe ich das Gefühl, ne? Das heißt, ich kann euch jetzt hier auf meine Reise mitnehmen. Oh shit. Ja, hier müssen wir das Ganze ein bisschen konzentrierter machen. Oh, das ist aber schwer. Okay, okay, ja, das kriegen wir hin. Kriegen wir hin, seht ihr das? Und das ist eigentlich ganz cool. Also gerade die Rewards. Okay, ja genau, darauf habe ich gewartet. Dass quasi nur noch diese Art von Belohnung da ist. Okay, das sind Schmerzen, aber we did it. Clean. So. Aua. Okay, jetzt hoffe ich natürlich, dass irgendwann... Ja, genau das nicht. So. No! Ah, scheiße. Okay, jetzt habe ich mein letztes Leben verbraucht. Macht dann quasi immer so eine Explosion danach. Ja, wenn wir sterben, sind wir wieder am Speicherpunkt. Aber... Hoffen wir mal, dass das nicht passiert. Okay. Das war ein bisschen unlucky. Ich hätte gedacht, dass der Bounce nicht so schlimm sein wird. Aber wir probieren es trotzdem. Also, ich fand das eine gute Herausforderung. Aber es ist also wenig Punishing. Ich würde auch schon sagen, dass es natürlich für Hollow Knight-Fans ein absolut feines Game ist. Und auch für Kinder wirkt es sehr, sehr smooth. Die Töpfe kommen übrigens wieder. Also ihr verbraucht auch, deswegen würde ich nicht sagen, und deswegen ist es Quatsch zu sagen, dass es ein Souls-like ist. Weil ihr diese, das ist ein Backtrack. Weil ihr natürlich diesen Frustaspekt nicht haben werdet. Bin mir nicht sicher, wie man das hier lösen soll. Also lösen soll ohne. Ohne getroffen zu werden. Das war jetzt wieder nicht gut. Aber wir probieren es weiter. Okay, das war auch nicht klug. So. Ja, das werde ich so wieder nicht schaffen. Aber ich habe eine Idee, wie ich das jetzt zumindest mache. So. Ich habe eine Idee, wie ich das hier nicht mache. So. Okay, ich hoffe, dass jetzt hier nochmal Heilung ist, weil ich habe es schon wieder schlecht gemacht. Oh! Eine Saat! Saat ist gut. Das hat uns der Typ ja zum Gebeten. So, ja, das ist schön. Da kann ich nämlich hier wieder zurück. Und dann demnächst ein bisschen gebacktrackt. Wenn wir nicht ganz lost sind. Ja, wir rennen einfach mal durch, Leute. Ich bin ja auch Speedrunner, kennt mich doch. Ihr kennt mich doch. Generell ist es irgendwie das Interessante im Spiel, dass die Geschwindigkeit so hoch ist. Also ihr könnt halt schon einen...
krasses, boah, ich bin nicht dumm. Ein krasses Tempo aufbauen. Ich weiß nicht, ob das irgendwann so... Also, bei einigen kleinen Mini-Aufgaben war das... Oh, wait, wir können es, glaube ich, schon zurückbringen, oder? Ja, komm. Nee, wait. Ja, doch. Doch, wir bringen das mal zurück. Haha. Cool. Das sieht komisch aus. Sieht aus wie ein Pilz. So, na gut. Machen wir weiter. Bumm. Die Pflanze Alter, also was mache ich? Den Hebel habe ich benutzt, ne? Ja. Genau. Pflanze ein bisschen weird. Aber tatsächlich. Okay, das war nicht die Lösung. Wait, das sieht komisch aus. Das ist nichts. Ja, das wirkt das Sus. Genau, zwischendurch gibt es so kleine Bossräume. Da muss man natürlich viel mit der Superrolle arbeiten. Okay, das war ein bisschen komisch. Der hat den nicht richtig abgeschossen. Aber das ist okay. Die Belohnung bezogen auf diese Seelen, diese Kristalldinger, sind sehr gering. Also es ist viel besser, genau solche Geheimräume zu finden. Also deutlich besser. Und deutlich lukrativer. Also einige Bosse kämpfst du, schon eine Weile und mit einer gewissen Anstrengung. Oh, wait. Ja, genau. Okay. Ja, das hat mich jetzt auch mental ans Limit gebracht. Okay, hier müssen wir das, glaube ich, so machen. So. Ja, ich glaube, hier kill ich sie erstmal. Ah, okay, die Schüsse gehen aber nicht auf die andere Seite durch. LOL. Schon gewundert. Deswegen konnte man, glaube ich, seine Tag abbrechen. Oh, shit. Muss man aufpassen. Der neigt zur Explosion. So. Okay, wir müssen jetzt leider sehr, sehr vorsichtig sein. Also, einen Treffer können wir noch fressen. No. Okay. Okay, das ist einfacher, als es aussah. Weil die springen jetzt da so rein. Okay, also die sind schon mal highly confused. Ich meine, das, was passiert ist, dass sie irgendwann bei mir landen. Lul. Okay. That's stupid. Okay. Das ist auf jeden Fall hochgradig insane. So. Oh mein Gott. Ja, jetzt traue ich mich nicht dahin, weil... Ich könnte eine Plansche-Tag machen, aber das lohnt sich nicht. Wir laden jetzt mal Energie auf und dann machen wir den mit dem Pfeil tot. Okay, also wir haben eine gewisse Unverwundbarkeit während der Planschphase. Ich glaube, wir gehen auf die andere Seite. Ja. So, wunderschön. Ist geschafft. Aber, nein. Oh, ich muss meinen Kopf treffen, ne? Bei einigen Gegnern kann ich... Scheiße, jetzt wurde ich wieder gehittet. Ja! Okay, also bisher ist es so, dass wir anscheinend dann sterben, wenn wir eigentlich schon fertig sind. Was natürlich sehr, sehr gut ist. So.
Sehr gut. Wir haben gutes Timing, Leute. Look at that. Das ist doch wunderbar. Okay. Das heißt, wir haben noch einen Samen, aber den bringen wir dann... Wir bringen dann beide gleichzeitig zurück, würde ich sagen. So, wir haben noch das hier. So. Ah, okay. Er trifft mich trotzdem. Okay. Also wir fallen da nicht durch. Das ist auf jeden Fall weird. Wir fallen da nicht durch. Oh oh. Okay, na, die Pflanzen darf ich glaube ich schon berühren. Ich darf nur nicht ihre Feuerbälle berühren. Oh. Ja. Also wenn man so ein Jump-and-Run-König ist, so wie ich. Ist man hier natürlich unterfordert. Ich gucke noch hier, ob eine unsichtbare Wand ist. Nope. Alter. Okay, der mit den Ketten geht mir auf die Ketten. So, Sounddesign auch sehr, sehr cute. Also gefällt mir mega gut. Ich habe Angst, dass es zu laut ist. Aber nee, es passt, ne? Dann mach ich ein bisschen leiser, okay? Wäre jetzt natürlich ein bisschen schon zu spät, aber ich höre dann nachher nochmal rein. Audio. So. Wunderbar. Da war noch einer, aber juckt uns nicht. Ah. Oh, das ging aber schnell. Frage ist, gibt es da noch ein Geheimnis? Nein, auch ein Portal machen die dahin. Das ist jetzt schon wieder super schlau. Okay, ich würde sagen, wir nutzen das. Aber ich weiß noch nicht, wie ich da an diesen anderen Typen da rankomme. Da unten ist ein Upgrade bei den Pflanzen. Versucht ihr da mal zu zerstören, die Pflanzen. Vielleicht kann man die auch ganz normal angreifen. So. Na dann. Bup. Ah. Jetzt verstehe ich. Ich soll da hoch. Die erste Pflanze wirkt schon sehr sus. Ah, nice. Das Fragezeichen ist ganz woanders. Also, das, ich habe ja gesagt, man kann ja das Spiel fragen. So, aber wir machen noch einen Boss und dann habt ihr, glaube ich, genug für heute gesehen. Ausreißerpflanze. Oh mein Gott. Okay, ich kann auf jeden Fall in die... Oh, shit. Okay. Okay, das muss ich besser machen. Kann ich in die Wurzel rein? Ja, das war nicht möglich, weil ich bin zu weit nach rechts. Ah! Zählt nicht. So, also ihr seht schon, das ist kein Souls-like-Aspekt so. Wir haben einen sehr kurzen Weg. Wir verlieren nichts. Ich glaube, das würde auch unnötig zum Frust beitragen. Okay, ich habe jetzt trotzdem Schaden gekriegt, ne? Okay, das muss ich besser rollen.
Okay, so war es besser. Und das ist quasi mit Absicht von der Pflanze so, dass sie so nah rangeht. Damit ich sie quasi hauen kann. Eieiei, das mache ich so schlecht. So. Oh, oh. Heiße Phase. Oh, shit. So, okay. Okay. Oh! Wollte gerade sagen, oh, das ist ja easy, aber war eine Lüge. Okay, ich kann es trotzdem schaffen. Tulpengeplänkel. Bum, 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 bum. Oh, das ist eine dicke Saat. Ich finde es auch gut, dass wir einfach nie HP haben. Also, gefühlt ist jeder Boss weit so, dass wir noch ein HP haben. Aber mehr brauchen wir ja eigentlich nicht. So, hi. Na, guck mal, was ich habe. Sehr gut, niedlich, oder? Du hast meinen Freund zurückgebracht. Also, also, wir können dann noch nach unten. Machen wir auch gleich. Aha. Jetzt haben wir einen neuen Spell. Das ist gut. Ja, da habe ich euch quasi alles gezeigt, was das Game ausmacht. Finde ich absolut fantastisch. So, wir haben nämlich den Wandelschuss. Schießt Pfeile und teleportiert dich zu ihm. Das ist ja krass. RT. Du musst stehen, um den Pfeil zu machen. Der Pfeil. Aber stehen geht er nicht. Witzig. Ich kann es nicht im Stehen machen. Also wir haben jetzt nicht diese Omega-Mobilität, die wir von anderen Titeln dieser Art kennen. Ich guck nochmal ganz kurz runter. Und zwar... würde ich gerne noch... gucken, ob ich dieses Ding da unten erreiche. So. Ah, so kann ich runter. Okay. Komisch. So, wir haben auch nur noch Gold aus der Auswahl. Also irgendwann ist man dann im Hyper-Late-Game. Und dann ist die Auswahl relativ gering. Was aber okay ist. Gut. Dann gehe ich nochmal zum Speicherpunkt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, ein kleines, cutes Game. Es spielt sich super smooth. Das ist ja so das... das ist ja so das Wichtigste. Auch die Idee jetzt mit dem Dash auf so eine Art und Weise zu machen, finde ich sehr, sehr cool. Man hätte ja auch einfach einen Air-Dash machen können oder sowas. Aber dass ich mich jetzt hier so verschieben kann, ist auf jeden Fall ein Cutie. Gut, ich wünsche euch einen wundervollen, entspannten Tag. Haut rein und viel Spaß beim Zocken.